Hallo, im Akustikplayer 321 gibt es einen Workshop Hit-Akkorde. Den müsst ihr natürlich sehen, denn wer will keinen Hit schreiben? Und ich zeige euch auf Basis der Stufenakkorde vier Akkorde, eine Art Akkordquartett, das in unzähligen Stücken immer wieder vorkommt, in verschiedenen Reihenfolgen. Und wir schauen uns auch ein paar Songausschnitte an, zum Beispiel von den Beatles. Auch Ed Sheeran kannte diese Akkorde. Und so weiter. Wir schauen uns die 50s Akkord Progression an, die ebenfalls auf diesem Akkordquartett beruht. Wir schauen uns Musik an, kurze Songausschnitte im Stil der Red Hot Chili Peppers, im Stil von Neil Young und so weiter. Und danach bin ich ziemlich sicher, dass ihr diese vier Akkorde richtig gut unter Kontrolle habt in allen wichtigen Gitarrentonarten, dass ihr die wiedererkennt, dass ihr auch Stücke viel schneller als zuvor versteht in ihrer harmonischen Basis und dann auch in verschiedenen Tonarten spielen könnt und dass ihr solche einfachen Four-Chord-Songs dann tatsächlich spontan beim Spielen in neue Tonarten transponieren könnt, wenn das mal nötig ist, weil vielleicht ein anderer Sänger, Sängerin dabei ist oder eine Mundharmonika oder aus anderen Gründen. Also kann ich euch nur empfehlen, der Workshop Hit-Akkord folgen im Akustikplayer 321. Ich hoffe, wir sehen uns da.